Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass unsere Stadt sehr unter Toten zu leiden hat. Bedeutet, wir müssen wahrscheinlich uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir über ein paar Krematorien wieder setzen, obwohl wir eigentlich relativ viel haben. Aber wie scheint, reichen die 1, 2, die wir haben, nicht aus. Bedeutet, wir setzen jetzt einfach überall noch ein paar Krematorien hin. Aber so viel wie wir haben, alleine müsste das doch vollkommen ausreichen. Ach, das ist eine U-Bahn-Station. Ja, da an die Ecke, zack. Da hinten braucht es teilweise noch welche. Da hat jetzt gerumst. Und das nicht mal von schlechten Eltern. So, eigentlich müsste jetzt die Transportrate extrem hoch sein. Hier hinten kann noch eins hin. Und da vorne kommt jetzt einfach auch noch eins hin. So. Dann dürfte das ja eigentlich gar nicht mal mehr so schlimm sein, oder? Höchstens, dass hier voll der Stau halt ist. Strom aus? Was? Was ist mit meinem Strom passiert? Da ist eine Leitung gerissen. Oh. Upsa. Die Leitung hat die komplette City versorgt. Vielleicht sollte man das mal mit einer zweiten Stromleitung absichern. Weil immerhin steht da drauf unsere komplette... Hier schon wieder was explodiert. Ich bin mir doch sicher, dass hier schon wieder was in die Luft geflogen ist. Also eigentlich müssten hier die Toten langsam echt abtransportiert werden. Das gibt's doch gar nicht. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Ich habe doch hier überall welche etabliert, die das machen sollen. Das Einzige, was ich sagen kann, der Verkehr ist grausam in dieser Stadt. Obwohl gar nicht mal so schlimm ist gerade. Die staunen sich alle bloß, weil die auf bestimmte Linien wollen. Ich glaube, das ist eine... Ja, das ist eine sehr stark gefahrene Straße. Bedeutet, die machen wir jetzt auch mal zu einer dickeren Spur. Tun wir jetzt mal dementsprechend upgraden. Ich finde die Kreuzung allgemein mal... ein bisschen neuere Straßen hinzufügen. Ich würde sagen, es gibt ob hier auch erstmal ein Upgrade. So. Ampel? Ich weiß gar nicht, sollen wir mal eine Ampel hier einfrequentieren? Und schauen, wie das läuft. Also der größte Teil unserer Stadt funktioniert mittlerweile super. Also ich finde vom Verkehr her mäßig grandios. Man müsste vielleicht hier jetzt Brand löschen. Wir haben eine riesige Industrie stehen. Das ist der... Und unser Flughafen funktioniert auch wie irre. Warum startest du nicht? Ah, rollt auf Startbahn. Okay, jetzt rollt er ab. Okay. Alter, fliegt nicht dem rein? Alter, ist das so eine hohe Transportkapazität mittlerweile, dass wir zwei Schiffe gleichzeitig an den Hafen kriegen? Was für eine Frequenz haben wir denn bitte schön hier? Heiliger Bimbern. Also schaut mal an, wie viele LKWs hier rausrollen. Und ein Großteil fließt ja eh gleich wieder in die Züge rein. Um den Straßenverkehr so niedrig wie möglich zu halten. Sieht man hier, wir biegen gleich 3000 ab eigentlich. Und wollen nur in den Zughafen rein und der wird aufgefüllt und fährt gleich. Also eigentlich ist das ja jetzt nur noch
zum Transport wieder raus da. Das ist ja gar nicht mehr zum Export da. Wir importieren ja fast zu 100%. Da, jetzt kommt der, der hat ein bisschen Holz dabei. Aber er füllt sich einfach nur auf. Was ist das? Okay, die werden jetzt alle hier reingeladen. Kriegen wir dann eigentlich auch ein Schiff, das hier sozusagen... Ich weiß es gar nicht. Ist das ein Spawn? Wie so bei den Zügen? Ich denke mal eher weniger, ne? Flugzeugmäßig ist auch der Transport natürlich da. Aber ich glaube, der ist nicht so frequentiert unbedingt wie der Verkehr da drüben. Ah, da kommen auch extrem viele. Und die wiegen natürlich auch gleich alle zu den Zügen ab. Was eh gut ist, weil dann geht die ganzen LKWs nicht über die Autobahn unbedingt und alles rollen. Sondern hier schön bei den Zügen drin bleiben. Das ist ja eh eigentlich nicht doof, weil dann werden die hier vorne wieder rausgelassen. Oder halt dort, wo sie hin müssen. Aber noch eine Station. Dort haben wir eine Station. Und hier hinten haben wir eine Station platziert. Nicht genügend Rohstoffe. Warum wirst du nicht beliefert? Hm. So, hier haben wir ein Brandopfer, wie scheint. Was war das denn? Oh, abgebrannt ist es. Wie schaut das mit der Ampel aus? Scheint ganz gut zu laufen. Wo ist unser Rettungsteam? Kommt es per Helikopter oder wie kommt es? Ich höre schon wieder ein Heli, aber das ist gleich ein irgendein anderer Heli. Scheint ein Krankenhelikopter zu sein, oder? Rettungshubschrauber, ja. Patient-Arztpraxis. Wird das jetzt hier wieder aufgebaut? Darf ich noch nicht wieder aufbauen, ne? Gebäude muss von Katastrophenschutzeinheit erst wieder aufgebaut werden. Ah, da ist es schon da. Ich glaube, die Katastrophenschutzeinheit ist schon da, oder? Da ist doch gerade ein Auto reingefahren. Wo ist denn die Katastrophenschutzeinheit, wenn man sie braucht, Jungs? Apropos, wir haben uns bis jetzt einen Scheiß drum geschert, ob wir dann Sachen passieren können. Wie gut ist unsere... Ach du heilige Scheiße. Hier in die Mitte kommt eine. Hier drüben... kommt eine große hin. Dann hier an den Hügel kommt noch eine dran, um halt so möglichst viel abzudecken. Ja, das passt doch. Ah, wir wollten hier noch was bauen, ne? Wir wollten hier so ein Center bauen. Stimmt. Okay, wie funktioniert das jetzt? Also, es gibt diese Naturreservate hier, Naturschutzgebiet. Wenn wir einfach das hier jetzt als Naturschutzgebiet einzäunen. Das muss ich jetzt hier machen. Parkgebiet erstellen. Das ist ja dieser Hügel jetzt sozusagen, der hier hinten ist. Das soll unser komplettes Parkgebiet werden. Oh. Jetzt mache ich mehrere Parks gleichzeitig. Das ist vielleicht nicht die schlauste Idee, ne? Genauso, dass ich hier unten noch einen Park erstellt habe. Ah, ich bin schlau. Ich bin so schlau. Ich bin so schlau. Lalala. So. Jetzt müssten wir Großteil eigentlich... Na, wir können dann hier noch ein bisschen ausfahren, wenn wir das hier so ganz gemütlich ganz weit vorziehen. Die Möglichkeit besteht, ja. So. Dann haben wir hier das Ankergelände. Das ziehen wir noch ein bisschen vor. So, perfekt. Dann ist das jetzt das Ankergelände. Ist ein bis jetzt unbekannter Zug. Nachdem ist es jetzt ein Tierpark. Wieso ist es nach dir ein Tierpark? Soll kein Tierpark werden. Es soll ein Naturschutzgebiet Haupttor werden. Das sollte am besten hier dann stehen. Am besten tun wir den Eingang hier hin, wo es flach ist, und dann kann man da so hoch wandern.
Bedeutet, wir brauchen eine kleine Straße, die davon abzweigt. Ja toll, da ist gleich mal ein Buschgelände. Leute, wir haben Buschfeuer schon wieder. Heieie. Ich tu mal hier gleich so ein... Zur Sicherheit unser Forstgebiet mal ein bisschen abdecken. Löschst du den jetzt oder was hast du da hinten vor? Okay, Parkgebiet. Ja, perfekt platziert. So. Wieso Zelte? Lagerfeuerstätte. What the fuck? Was macht man denn da? Warum bin ich in so einer komischen Übersicht? Die finde ich uncool. War das das Haupttor? Ist das jetzt ein Nebentor? Kleines. Ach, das ist das große. Mit Dekoration. Das ist ein Naturschutzgebietweg. Aussichtsplattformen. Da gibt es ja tonnenweise. Ein Klappstuhl kann ich einfach platzieren. Weißt du, so ein Mini-Klappstuhl. Halleluja. So, okay. Ja, dann setzen wir uns erstmal da dran. Wie geht man am besten bis auf den Berg rauf? Also suchen wir mal hier. Wandern. So richtig gemütlich wandern. Ich würde halt verschiedenste Wege machen, irgendwie so ein bisschen hier. Dann geht hier so ein bisschen runter. Da sitze ich schon seicht. Und verbindet sich dann mit hier. So. Nee, ich soll jetzt sich so hier hin verbiegen. Hier so rum. Genau. Das ist jetzt für ein Platz. Was habe ich da gerade ausgewählt? Lagerfeuerstätte 2. Die kommt jetzt zum Beispiel mal hier hin. Lagerfeuerstätte, die hier steht. Ein paar Zelte. Das ist jetzt so das Zelteabteil. Jetzt machen wir nochmal so eine Straße abseits, die sich. Hier so reinzieht. Und dann nochmal hier so. Warum abreißen? Du sollst die Straße nicht abreißen. Seit Kacke im Dunkeln sieht man jetzt nicht unbedingt das, was ich gebaut habe. So, jetzt sieht man es wieder. Da kommt noch eins von diesen Zelten hin. Sind jetzt die Schlafplätze, wenn man im Naturschutzgebiet schlafen will. Natürlich gibt es auch ein paar Feuerstätten der verschiedensten Variationen da dann vor Ort. So. Das können wir wahrscheinlich noch relativ schön ausbauen. Und für den Anfang passt es ja schon. Schön natürlich, dass genau neben deinem Schutzgebiet voll der Brand war. Ich glaube, das ist ganz nett hier, sondern so hoch wandern. Dann hast du diese Zeltstätte. Schaut sogar richtig eigentlich gemütlich aus. Hier so ganz gemütlich zelten zu können. Wandern die wandern weiter, die wandern bis darauf. Da sitzt sogar wer.
Kondition beim Einkaufszentrum Boutique ein Masse. Zelt besucht, Zelt 3. Die chillen hier voll ab. Gibt's Leute, die bis nach oben laufen? Nee, der läuft jetzt bis hier hin. Und chillt sich an das Feuer. Jetzt laufen auch viele schon hier rein. Das wird man dann wahrscheinlich hier so ein bisschen... Also hier soll so die Zeltfläche voller Wäsche hinkommen. Und hier halt so wirklich Naturaussicht, Platz. Ja, schön, dass man von hier oben dann auch in jede Richtung gehen kann. Und das halt so der Hauptweg runter ist. Das soll richtig groß werden eigentlich. Okay, Leute. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.